Guten Abend, Deutschland. Ihr könnt es vielleicht erahnen, es ist finster. Let the princess, wait, wait, Logan, let the princess go first. Guys, oh, das ist Halloween. Hey, oh, hi. Thank you. You're welcome, happy Halloween. Here you go, guys. Thank you. Take one. Enjoy, happy Halloween. Why are you bringing this to us? Thank you. Here you go. Thank you're welcome. You too. Ja, ihr seht, es ist Halloween und im Gegensatz zu Deutschland ist hier halt richtig der Bär. Ne? Ich stehe mal auf, ich sitze vorm Haus. Hey, happy Halloween. Here you go. Thank you. Enjoy. Mein Haus oder unser Haus habt ihr ja teilweise schon mal gesehen. Ich drehe hier mal gleich um. Oh, here you go. Happy Halloween. Ich drehe mal hier die Kamera um. Zack. Ist es sichtbar? Ja, es ist. Unser Halloween-Deko ist so ein bisschen, kriege ich das heller? Aha, nicht wirklich. Ganz großes Kino von diesen Lichteffekten. Die sind so ein bisschen kitschig, aber irgendwie trotzdem ziemlich cool. Und die kosten so 20, 25 Dollar. Außer man kauft sie im Lowe's, das ist so eine Baumarktkette, Bauhaus, Praktika, Hornbach und Co. nur auf amerikanisch. Man kauft sie in einem Ausverkauf und dann knallen die Dinge für 2 Dollar ein Stück raus. Ich war mal so großzügig und habe 4 Dollar springen lassen und habe dafür so Lichtgetue. Mein Freund, den kennt er aus Deutschland. Die sind auch noch bekannt aus Deutschland. Und das sind unsere Nachbarn. Meine Frau hat ein paar vernünftigere Bilder gemacht. Ich werde die mal online stellen, vielleicht morgen. Die da drüben sind auch total geil. Die haben die ganze Zeit so ein bisschen undercover geplant. Sah aus, als hätten die überhaupt nichts an Halloween. Ja, man sieht es nicht so wirklich. Aber die haben so Kante-Style, die komplette Die haben sogar so Hexen mit glühenden Augen vor dem Haus. Die haben so Kante-Style, die komplette Garage zur Gruft umgebaut. Und da ist ein bisschen Gruselfaktor am Laufen. Also ja, ist total geil. Hier nochmal unsere Halloween-Geschichte. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Links, das soll einen Kürbis darstellen, einen Jack-O-Lantern, rechts Beware. Ich muss gestehen, das waren halt die einzigen zwei Dingsies, die noch übrig waren. Und hier im Fliegengitter, mal schauen, vielleicht kommt gerade noch eins. Jetzt, haha. Sieht man es? Ich glaube nicht. Man kann es hören jedenfalls. Mein Garagengeist aus Deutschland ist da unterwegs und gruselt darum. Das habe ich hier so rumzappel und mache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich besoffen bin oder sowas. Die Moskitos sind nur ganz, ganz furchtbar. Hey, happy Halloween. Ihr seht, es geht voll ab. You are Groot. Oh, you can take 2 or 3 if you want to. Just for having such an awesome dress. Costume. Awesome. I like your style. He doesn't know what to say. Here you go. Thank you. I dropped something. Here you go. Happy Halloween. Thank you. You're welcome. Happy Halloween. Ja, mein Auto stand ein bisschen blöd in der Auffahrt rum, weil die Garage immer noch nicht wirklich ausgeräumt ist. Also es stehen noch Umzugskartons und Möbel drin. Also habe ich das Auto zur Halloween-Dekoration gemacht. Ja. Also wie gesagt, hier ist in der Tat, hier ist einiges los. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, wir wohnen ja hier in einer geschlossenen Community. Und es ist ein künstlich angelegter Stadtteil im Prinzip. Ich habe es mal, glaube ich, erzählt oder im Blog irgendwo geschrieben oder früher mal vor ein paar Monaten geschrieben. Unsere Community ist ja so ein künstlich angelegter Stadtteil quasi.
wo halt, ja gut, gewisse Regeln und Homeowners Association und tralala, hat viele Nachteile. Einfach mal HOA oder Homeowners Association googeln und dann seht ihr schon, was da los ist. Das ist halt teilweise echt ein bisschen nervig, weil halt alles bis ins kleinste Detail geregelt ist und man darf viele Dinge nicht tun. Wie zum Beispiel einen Gartenzaun ziehen bei unserer Seite, weil wir am See wohnen und einen Gartenzaun laut Regeln der Homeowners Association die Sicht versperrt. Anyway, weshalb ich das erzähle, ist eigentlich ein Vorteil von unserer Homeowners Association ist, es ist halt zwei große Kreisverkehre. Im Prinzip sind es zwei große Bögen, die einmal links und einmal rechts umgehen. Oh, es kommen weitere Geister. Happy Halloween! Have fun! Here you go, you too! Have fun! Enjoy! Thank you! So, oh, another one. Here you go. Happy Halloween. You're welcome. So, eben, ja, wie gesagt, dadurch, dass das eine geschlossene Ortschaft ist, eine geschlossene Community mit einer Zufahrt und da drin die Straße halt so zwei große Bögen macht, kommen auch aus der Stadt, aus Palm Bay, die ganzen Kinder mit Schulbussen hergefahren und machen hier Trick-or-Treating. Hello. Happy Halloween. Happy Halloween. Here you go. Thank you. You're welcome. Can we take two? You want to take two? Oh, all right. Go ahead and take two. Thank you. You too? Here you go. Trick or treat. Take one, please. Thank you. So, zurück im Text. Dadurch, dass das Ganze eine Einfahrt hat und die Straße hier zwei Schleifen macht, kommen aus der Stadt, aus Palm Bay und den umliegenden Nachbarschaften die Kinder hier en masse hergefahren und trick-or-treaten halt ein bisschen, weil sie sich hier nicht verlaufen können und hier auch nicht raus können und hier im Prinzip nirgendwo hin können und halt auch kein Durchgangsverkehr ist, weil es eine abgeschiedene Community ist. Habe ich schon erwähnt, dass die Moskitos der pure Tod sind hier. Ja. Sieht man den Geist? Nein, sieht man nicht. Ja, meine Frau und die kleine Alice sind auch trick-or-treaten. Ich bin jetzt schon total zerstochen und wenn ich hier schaue, sitzen auf mir 20 Moskitos zum Kotzen. Meine Frau und die Alice waren auch trick-or-treaten, sind mit den Nachbarn unterwegs. Das war ein Moskito, den habe ich erwischt. Die Annie war heute auch trick-or-treaten. Moskito. Die Annie war heute auch trick-or-treaten. Ich gehe nicht trick-or-treaten. Ich habe noch nicht mal ein Kostüm. Ich habe mir heute noch diese Gruselmaske gekauft, die ich mir jetzt auch mal stilecht anziehen werde. Vielleicht bleiben mir dann die Moskitos weg. Jawohl. Haha. Ich werde nachher vielleicht auch nochmal mit der Alice eine kleine Runde drehen. Mein Plan ist, mich nachher an den Fernseher zu schmeißen, noch ein bisschen klassisch Halloween-Movies zu gucken, ein bisschen zu gruseln. Jetzt hat mich was am Rücken gestochen. Autsch. Und ja, mal schauen, wie lange das hier noch geht heute Nacht. Ne? Das Einzige, was mich so ein bisschen nicht frustriert, nicht ärgert, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich heuer leider nicht wirklich die Zeit hatte und auch nicht die Muße, Halloween so vorzubereiten, wie ich es sonst immer mache, in Deutschland, also so richtig aufzufahren. Ich habe halt meine Standard-Deko aus Deutschland genommen und hier wieder aufgebaut, aber eigentlich wollte ich ein bisschen, baue ich ja jedes Jahr ein bisschen dazu, das hat dieses Jahr jetzt nicht hingehauen. Aber gut, es ist wie es ist. Ich hatte andere, wichtigere Dinge zu tun und nächstes Jahr ist auch ein Jahr. Also wir haben jetzt schon geplant, die Anna und ich zum Beispiel nächstes Jahr hier groß aufzubauen und Gruselburg zu machen, dann auch so ein bisschen Haunted House zu machen und die Kids zu terrorisieren. Jo. Ich glaube, die Maske wirkt, weil hier laufen Kids vorbei, aber jetzt kam keins mehr vorbei. Da kommen welche. Aufpassen.
Hello. Thank you. Go ahead, Sadie. Take one. One, Sadie. Come on. Thank you. You're welcome. Thank you. Happy Halloween. Say happy Halloween. Hey, I'm not so scary. Thank you. Just a little bit. You're okay. Es wird in der Tat massiv heiß unter dieser Maske. Ich drehe nochmal die Kamera um, zeige euch ein bisschen die Gegend. Diese Kack-Moskitos. Hä? Jetzt. Mit ohne Blitz. Hey. Happy Halloween. Happy Halloween. Here you go. Here you go. Take just one, please. Here you go. Thank you. Happy Halloween. Hi. Here you go. Take one, please. Thank you. Happy Halloween. Um mal ein paar Halloween-Statistiken zu bringen. Wir haben 750 Stück, wenn ich es richtig gezählt habe, Halloween-Candy gekauft. Hello! Here you go, take one. Take one, put it in your bag. Here, put it, okay, that's a Tootsie Roll. I like your costumes. Thank you. All right. All righty. That's not for you. This way. Hey. It says beware Happy Halloween. That's cool light, huh? You say thank you, Buzz? Thank you, Buzz. Okay. You're welcome. Bye. Hier ist meine Frau und die Alice und die Nachbarn. Alice geht als Minimaus und toucht den Pumpkin und den Totenschädel. Hi, say hello, Alice. Thank you. Happy Halloween. So, ich beende jetzt mein Live-Video. Sag Happy Halloween. Oh, man sieht, meine Frau ist ein Schmetterling und sieht es gegen das Licht so ein bisschen. Was? Nein. Und die Alice hat eine Feder, einen Slinky. Boing. Okidoki, everybody. Das war jetzt langes Gequatsche. Kurz zusammengefasst nochmal Halloween. Ist ganz großes Kino hier in der Nachbarschaft. Oh, bei dem Haunted House. Lass uns doch da mal schnell hingehen. Ich lasse mal das hier stehen, dann können sich die Kids bedienen. Wir gehen jetzt vor dem Schluss, machen noch einmal Klick darüber und schauen an, was die Nachbarn da so abziehen. Alice, komm. A boing. Das ist eine Feder, Alice. Komm. Hui, jetzt aber schnell. Oi, oi, oi.
Ooh. It's Minnie Mouse. Yep. Oh, my name's Ben. This is Manny Lynn. Nice to meet Chris. Hi. Mike, nice meeting you. Nice to meet you, Mike. Nice to meet you. Mike and Chris. That's Alice. Correct. Alice. And Alice is losing her slinky. First Halloween here. Welcome to the neighborhood. Thank you very much. Yeah. Where are you from? Oh, yeah. Oh, wow. I thought I heard a little accent there. So, ich nutze die Gelegenheit. Ich mache jetzt Schluss. Bis die Tage. Tschüss.